Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast. Ich bin heute sehr, sehr stolz, nicht nur, ja, dass sie Duisburgerin ist, sondern sie ist Vize-Europameisterin geworden in diesem Jahr und aus dem TV gar nicht mehr raus zu entfernen. Ja. Martina Tecklenburg-Vorpommern. Egal. Wie macht der Post und dann Tecklenburg, ne? Erst Post, dann Tecklenburg. Ja, der Mädchenname sollte als erstes stehen. Hast genau, du das war, ja, hört ja. sich besser an. Post Tecklenburg, es ist wirklich manchmal der Rhythmus. Wenn ich weiß gar nicht so, Krebs, Wisskrebs? Wisskrebs könnte Englisch sich scheiße anhören. Ja, also wenn du einen Doppelnamen hast, Krebs, Wiss. Ich bin so stolz, dass du hier bist, weil du tatsächlich durch jede Sendung gerade durchgeschubst wirst. Ja, weil der Erfolg der Damen wieder da ist, der lange nicht mehr da war. Muss man ganz ehrlich sagen, dass sie 2011, was ja hier steht, da habe ich meinen Durchbruch gehabt, die Damen-Nationalmannschaft ist da auf der Strecke geblieben. Kann man nicht anders sagen, ja. Die Weltmeisterschaft so im eigenen Land lief nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und genau. Hinterher war der Applaus oder die Befürwortung nicht mehr so groß, wie es vorher mal war. Ja, Birgit Prinz, die Zeit und so weiter. Und dann kam plötzlich diese WM. Und danach muss ich selber sagen, ich habe mit Jenny Oster noch zu tun. Ja, mit der habe ich noch Kontakt. Ansonsten mit niemand mehr. Ja. Und ich war ja öfters bei dem Spiel gewesen. Ich laber nur, ne, sie kommt jetzt dran. Pass auf. Ich höre erstmal gut zu. Ja. Aber es liegt an dir, dass die Leute sich wieder dafür interessiert haben, Fußball zu gucken, Damenfußball zu gucken. Ja, das ist so. Naja, es liegt nur zum Teil an mir. Also ich bin ja ein Teil eines Teams, eines hervorragenden Trainerteams und einer hervorragenden Mannschaft. Das musst du sagen. Nein, da bin ich, das sage ich voller Überzeugung. Nein, aber ich glaube auch, dass man im Team arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Glaube ich hundertprozentig dran. Und ich kannte manche Spieler aus der jetzigen Nationalmannschaft, Spielerinnen aus der jetzigen Nationalmannschaft nicht mehr vom Namen her. Habe es mir angeguckt und habe nur gedacht, auch bei der Torhüterin und so weiter, die kann das. Die ist gut. Sonst wäre die nicht bei uns. Ja, ne? Ja, ja. Es hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich fand die Engländer die Salzstreuerin, die Engländerin im Finale sehr unfair. Ich auch. Treterei auf der Bounty. Ja. Aber man hat zwar dagegen gehalten, aber ich glaube, der Heimvorteil war das Ausschlaggebende. Ja, also erstmal muss man ja sagen, Respekt an den Engländerinnen, die im eigenen Land bei einer EM mit so viel Druck natürlich auch zu Recht im Endspiel waren. Sie haben tolle Mannschaften eben auch besiegt. Sie haben aber auch ab und an 50-50 Entscheidungen Richtung 60-40 England gedreht. Ja. Und na klar kann man am Ende jetzt sagen, okay, wir hätten den Handelfmeter kriegen müssen, aber Bernd Schröder hat schon immer gesagt, ne, hätte Fahrradkette, Fußball ist kein Konjunktiv. Ja. Kennen wir alle. Hätte Matthäus den Satz mal so hingekriegt. Genau. Und von daher nochmal, waren wir, glaube ich, dann auch einerseits natürlich ein trauriger, aber sicherlich auch ein fairer Verlierer. Und wir haben noch eine Rechnung offen. Wir haben eine WM vor uns stehen. Vielleicht treffen wir im Viertelfinale auf England, wer weiß das schon. Aber wir haben ein tolles Turnier gespielt und für uns ist aktuell der größere Mehrwert, dass es nachhaltig ist. Du hast gesagt, also ich werde zum Glück ja nicht in die Fernsehsendung geschubst, sondern mache vieles freiwillig, sage aber auch vieles ab, gehe eben nicht überall hin, weil mein Hauptjob ist Bundestrainerin. Aber wir erleben gerade einen Boom, wir haben tolle Spiele in der Champions League, wir haben tolle Spiele in der Liga, die Zuschauer kommen jetzt auch zu den Ligaspielen. Und von daher sind wir echt dankbar dafür, dass wir ein bisschen was Nachhaltiges ausgelöst haben. Ich bin ja durch und durch MSV-Fan. Aber seitdem es nicht mehr FCR Rumeln ist verdoppelt übrigens. FC Rumeln Kaltenhausen ist, war ich fast bei keinem Spiel mehr. Es ging an mir vorbei. Die machen im Moment gar keinen schlechten Job in der ersten Liga mit den Mitteln, die eben da sind. Aber es ist nicht mehr dieses PCC-Stadion-Feeling, dass man da hingeht und du weißt ganz genau, oh, hier wurde gerade noch geackert und Kartoffeln wurden gepflanzt und jetzt wird hier drauf Fußball gespielt. Draußen war ist der Rasen als Stehplatz, ja, ne? Und die Leute gucken sich ja an, aber die haben Bock da drauf. Wir haben uns dann hinterher die Pressekonferenz angeguckt und da hast du gerade damals gegen Frankfurt, waren ja immer so Duelle,
Da hast du geguckt und gesagt, die kennst du alle aus dem Fernsehen. Ja? Da, wo du das Gefühl hattest, noch alles klar, wir werden, und du bist doch nicht nach England gefahren und hast früher gedacht, da kannst du verlieren im Damenfußball. Da bist du mit zwei Mann hingefahren und eine war auf der Ersatzbank. Ja? Markus kennt sich aus. Ja, ist wirklich so. Ne? Holland war doch nie ein Thema gewesen. Irgendwie so, das ist ne? aber schon wovor lange man her. Angst hatte, war ein bisschen Norwegen, Schweden. Und USA. China hatte mal eine ganz gute Mannschaft, ganz früher. Ja, und USA war immer durch Mia Hamm, die den, sag ich mal, den ganzen Sport mal hochgehoben hat. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, da war das interessant. Aber heute kommen Nationen nach. Du musst sogar vor Italien, Portugal, Spanien, musst du langsam denken, alles klar, die rücken alle nach. Heißt, du hast ein viel größeres Feld bekommen. Ja, das haben wir immer gewollt. Ne? Wir wollten immer, dass der Frauenfußball aber der DFB sich arbeitet entwickelt. Jetzt auch anders, oder? Ja, also Stillstand ist ja. Rückschritt. Natürlich arbeiten wir anders. Wir haben Top-Bedingungen. Also wir haben wirklich ein Standing und wir sprechen im DFB, in der Frauennationalmannschaft von Equal Play. Ja. Also wir haben das Gleiche, die gleichen Möglichkeiten wie auch unsere Männernationalmannschaft. Gibt es wirklich dieselbe Kohle für den... Nee, nicht deshalb Equal kein, Play, ja. nicht Equal Pay. Geht auch noch gar nicht, weil wir auch gewisse... Also kein Kaffeeservice. Gelder... Ja, Kaffeeservice... Steht noch im Schrank. War bei der ersten, ich glaube, ersten Europameisterschaft. Hat man Kaffee. Aber ja, man hat auch den Colina mal einen Föhn vom und, DFB. Und der DFB durfte damals noch gar keine Prämien auszahlen, weil wir waren Amateure, wir hatten reinen Amateurstatus. Aber man muss einfach sagen, es hat sich enorm viel entwickelt. Wir sind wirklich auf einem guten Weg. Aber viel wichtiger ist, dass wir die Leute emotionalisieren, dass wir sie mitnehmen, dass wir nahbar sind, authentisch sind. Ich glaube, wir vermitteln gerade vieles im Fußball, was im Top internationalen, jetzt spreche ich trotzdem nochmal vom Männerfußball, obwohl ich das ungern mache, in der Differenzierung, tragen wir noch ein paar Werte, glaube ich, nach außen, die dort verloren gegangen sind. Die reden ich aber hoffe, wir inzwischen bewahren sie uns. Anders. Die reden inzwischen anders. Früher war mehr dieses, gucke ich mir nicht an. Inzwischen sind mehr Leute da, gerade im Männer. Das meine ich ja, die kommen zu uns, weil wir noch Werte angucken, vertreten. Wo man auch gerne mal zusammen Bilder macht oder das Frauentrikot trägt, weil man die auch mit pushen will, ja. So, das sind natürlich Beweggründe oder man zeigt, alles klar, wir sind doch ein Fußballverein und dann ist es scheißegal. Wir können über Katar nicht meckern, wenn da keiner spielt, wenn wir selber genauso funktionieren und wenn wir das nicht akzeptieren, ja. So, ich habe mir, wie gesagt, immer für Damenfußball, ich war da dabei, weil ich komme von DFK Adler Duisburg. Ich weiß nicht, ob du den Verein kennst, aber die hat mal eine gute Damenmannschaft. Und da hat eine mitgespielt, weiß ich nicht, Angelika Trautmann, hat die mit dir noch zusammengespielt? Ja, heute Angelika Kirsch, mit ihr habe ich immer noch Kontakt. Ihr Bruder ist ein guter Freund von mir, der ist mit mir in einer Klasse, tatsächlich in einer Klasse, nicht die sieben oder anderen bei Facebook. Martina, du warst auch mal mit in der Klasse, danke. Sie heißt auch Martina. Ja. Aber es ist tatsächlich so, mit dem Helmut habe ich immer noch Kontakt, der mal zum Beispiel Kapitän bei der A-Jugend beim MSV war. Irgendwann mal gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Den hätte es auch weiter. Aber Angelika war immer sehr, sehr gut dabei. Ist sie mit nach KBC gewechselt damals? Nein. Sie hat bei Adler angefangen. Die hat dann bei Adler und hat dann, glaube ich, auch in Rumeln gespielt. Sie ist dann Trainerin bei mir gewesen in der Niederrhein-Auswahl, hat einen Stützpunkt gemacht und interessiert sich heute immer noch für Fußball. Zurecht. Wir haben vor kurzem mal miteinander telefoniert, von daher. Ja. Ich habe zu ihr leider überhaupt keinen Kontakt mehr, zum Helmut viel noch. Und ich mag das immer, wenn du irgendwie eine Karriere verfolgen kannst. Du weißt gar nicht, dass wir uns schon mehrmals getroffen haben. Okay. Ich habe nur gegrüßt. Nein, wir waren auch bei den Spielen eben gegen Frankfurt und so weiter. Und da fand ich Lira zum Beispiel mal sehr, sehr sympathisch. Ja, die hat sich mit am Tisch gesetzt und so, während du mit einer Inka Grings zum Beispiel kein Foto machen durftest. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre, ja, aber damals kannte mich keine Sau und dann hätte ich auch gedacht, vielleicht rieche ich. Ja, kann sein. Die Linda war zum Beispiel, hat bei meinem Steuerberater gearbeitet. Ne? So ist irgendwie immer der, die hat auch mal bei Ruben gespielt. Ich finde das immer, ich sehe das sehr pragmatisch immer. Ich sehe nicht nur, was sie tun, sondern auch so, dass man sich labern kann. Dass man ein bisschen erzählt, und was, guck mal, Kevin ist heute hier. Alter MSVer, normalerweise, wenn Duisburger heute hier, sind Duisburger hier? Ja. Einer ist da, super. Merkst du, wie die austicken, Kevin? Aber als MSV-Fan liebst du das, wenn eine Ikone tatsächlich beim MSV, das war deine beste Zeit, hör auf. Ja. Wieder da ist. Und ich mag das, wenn du hier hinkommst,
dann ist das für mich natürlich. Dann ist das so, alles klar, die sagt, wo, was, Ethos Bissingheim, fährt da ein Bus? Nein, ne? Ja. Aber gleichzeitig bist du im Fernsehen zu sehen, ob es Magenta jetzt war oder war auch, wie ist die Kneipe von der Ina? Schellfischposten. Inas Nacht. Inas Nacht, war das geil, ne? Ja, war geil. Ich wurde noch nie eingeladen, weil ich vielleicht den Laden sprengen würde oder ja, einen Deckel machen wahrscheinlich. Würde. Aber soll ich mal ein gutes Wort für dich einlegen? Das wäre lieb, ja? Weil ich wirklich die Sendung mag und ich mag auch, wie locker die Leute dann labern. Überragend. Und egal aus welcher Branche die kommen oder was, da labern sie Usus, da sagen sie hier, ja, ich hatte mit auch Tacheles schon mal, geredet. Ich hatte auch schon mal ein Problem damit. Da gebe ich die blauen Tabletten. Ne? Die sind da ehrlich und das mag ich. Das mag ich total, ja. Und wenn man die jetzt alles, wir drehen ja erst, wir sind jetzt schon Weltmeister übrigens, ja. Wir freuen uns auch darüber, ja. Wir haben das Endspiel gegen, was, Senegal gewonnen, ne? Senegal ist weitergekommen. Ja. Boah, wenn das geil wäre, das klappt. Boah. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, aus dem, was ihr da erwirtschaftet habt, irgendwie was Großes zu machen. Ist natürlich aber ein Druck, aber wo ist der nächste Schritt? Wo sagt man, alles klar, hier sind wir Vize-Europameister, jetzt liegt das an, aber wir müssen die Bundesliga noch vorantreiben. Wo ist der nächste Schritt, damit es größer wird? Der nächste größere Schritt, ich glaube, den muss man ja unterschiedlich sehen und bewerten. Für die Nationalmannschaft sind es immer die Turniere. Wir wollen Titel gewinnen. Wir wollen bei jedem Turnier, wo wir mitspielen, aber Titel gewinnen. Aber muss auch gezeigt werden. Ja, wird gezeigt. Also ich glaube, Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Primetime. Ja. Unsere nächsten Länderspiele finden nicht mehr um 14 Uhr statt, sondern um 20.30 Uhr. Das heißt, die Menschen können jetzt zuschauen, sie können uns sehen. Und viele kommen. Ihr habt den Rekord eingestellt. Oder erhöht in Frankfurt wart? In Frankfurt in der Bundesliga waren jetzt 23.000. Ja. Jetzt am Wochenende in Bremen gegen Freiburg waren über 20.000. In Nürnberg die Woche vorher im DFB-Pokal waren über 17.000. Ja. Wir haben beim Länderspiel in Dresden 28.000 gehabt. Also es geht in die richtige Richtung. Wir haben Highlight-Spiele, wir haben tolle Champions League jetzt spielt. Bayern gegen Barcelona, das Rückspiel in der Gruppenphase. Also läuft eine ganze Menge. Mit der Nationalmannschaft musst du immer die Lokomotive sein. Du musst gute Leistungen bringen, du musst vorne wegmarschieren, damit es eine Nachhaltigkeit in die Liga gibt. Für mich wäre der nächste größere Schritt, wenn ich auf die Spielerinnen schaue, Grundgehälter in der Frauenbundesliga, dass alle davon leben können. Wenn wir jetzt auf die Spielerinnen beim MSV Duisburg gucken, die können es nicht. Die haben, Gehälter, die unter 1.000 Euro liegen und die gehen alle arbeiten und die müssen auch alle zusehen, dass sie, wenn sie mit Anfang 30 vielleicht eine Familienplanung angehen oder eben ihre Karriere beenden, dass sie halt sagen, okay, was habe ich gelernt? Ich kann jetzt nicht erst anfangen, eine Ausbildung zu machen. Also es sind andere Herausforderungen, während wir natürlich, wenn ich jetzt von meinen Nationalspielerinnen spreche, die können aktuell auch davon leben, aber nicht so viel Geld verdienen, dass sie danach sagen, ich habe es gesehen. Früher müsste man nach Amerika gehen dafür. Genau. Oder jetzt nach England oder nach Barcelona. Also da hat sich viel entwickelt. Ja. Ein toller Schritt ist, wir haben Top-Nationen, Top-Vereine. Wir haben in England nur Premier League-Vereine der Männer, die eben den Frauenfußball für sich entdeckt haben. Das bedeutet, du hast eine bessere Infrastruktur. Und die nächsten Schritte sind, dass wir von einem Fußball sprechen, dass wir nicht differenzieren und dass wir nicht permanent vergleichen und dass wir einfach alle Lust haben, in die Stadien zu gehen und einfach diese geile Sportart. Der ganze Event, einfach supporten. Und ich glaube, gerade die Mädchen und die Frauen, die haben es echt verdient, dass man sie unterstützt und dass man ihnen auch eine gewisse Wertschätzung gibt. Wir überlegen bei jeder EM oder WM, ob wir da hinfahren oder fliegen, je nachdem, wo sie ist. Ja, und kommt immer was dazwischen. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man irgendwann sagt, weißt du was, irgendwann nehme ich mal alles mit. Dann jetzt durch den Job habe ich weniger Zeit, früher war weniger Geld, ist eben so. Ne? Jetzt weniger Zeit. Aber ich würde mich mal interessieren, mal mit, wenn in England, wo das vor Ort zu sein, ja, sich das mal anzugucken, mal zu merken, wie ist die Fanbase der Deutschen überhaupt, wie viel fliegen da überhaupt hin? Sind das Leute, die vor Ort arbeiten oder sind das wirklich Fans, die da rüberkommen? Ja, sind wirklich Fans, die kommen. Ja, und das wird zwar dahinter gefilmt, aber ich kann einen Film machen und ich kann einen Film machen. Ich kann dabei sein oder ich kann anderen zuhören. Das ist ein Unterschied für mich. Ja? Aber ich glaube, jetzt hat sich da tatsächlich eine Wandlung so dermaßen, dass die sagen, pass auf, wenn ihr jetzt noch Weltmeister werdet, haben wir es endlich geschafft. Ja, wenn die Weltmeisterschaft so klappt, wie ihr euch das vorstellt, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir wieder mit dem Frauenfußball da, wo wir eigentlich hingehören als Deutsche.
Ne? Außer Amerika jetzt. Die sind auch gut. Nicht nur die sind gut. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende immer der Titel sein muss. Also ich glaube, gerade diese EM das jetzt war ja in hat England gezeigt, das Geile, dass es nicht der Titel sein muss. Die perfekten wir waren Sieger der Herzen. Anreisende. Ja? Wir haben den Gastgeber ihr Feld überlassen. Ich glaube, am Ende ist, wenn alle Menschen das Gefühl haben, da sind Leute auf dem Platz, die alles geben, die an und über ihre Grenzen gehen, dann kannst du ein Spiel auch mal unglücklich 1-0, 2-1, 3-2 verlieren. Ich glaube, klar ist Fußball einerseits ein Ergebnissport, aber es ist ja nie das Ergebnis alleine. Also wem will ich denn einen Vorwurf machen, wenn ich am Ende sage, ich habe alles aus mir rausgeholt, ich habe alles gegeben, ich habe alles getan und wir haben noch einen Gegner und der kann vielleicht auch was und der war vielleicht heute auch mal einen Ticken besser. Oder hatten im richtigen Moment Glück. Ich nenne das immer das Brasilien-Syndrom. Wie sympathisch wir beim 7-1, bei dieser großen Nation. Es war ja wirklich, wir haben sogar von dem bekanntesten Club die Farben an, damit wir uns da ein bisschen anpassen. Und schießen 7 Tore und hinterher hat man sich nur noch entschuldigt. Ja? Aber das ist... Das kam sympathisch rüber. Ja? Die waren auf unserer Seite im Endspiel. Nicht nur weit Argentinien, weil da hätte auch nicht ein Stein sein Ich glaube, das lag können. Schon an Argentinien. Ja, ein bisschen. Wird auch dieses Jahr vielleicht so. Nee, wir sind ja Weltmeister, ich Dummerchen. Aber es macht wieder Spaß, dazu zu gehören, dass man das, ich möchte wie gesagt vor Ort sehen, aber dass man sich dann auch am Fernseher anguckt. Ich hätte mir die letzten 6-7 Jahre bestimmt kein Damen-Länderspiel am Fernseher angeguckt, sei ganz ehrlich. Ja, Alexandra kannte ich, Pop, das war's. Ne? Sie hat besser geschossen als ich beim Promi-Biathlon, hat gewonnen. Tatsächlich. Aber sie war der Ballack von 2002, der gefehlt hat. Ja, Ballack durfte nicht spielen gegen Brasilien im Endspiel und Pop verletzt. Ich glaube, mit ihr hätten wir gewonnen. Glaube ich auch. Ja. Ja, die hätte ihre Hirse Ermo reingehalten und das hätte gepasst. 100 Pro. Hätte. Ja? 100%. Und die Verunsicherung, glaube ich, trifft die Mannschaft sowieso. In den ersten 10 Minuten weißt du gar nicht, auf wen du spielen sollst nach vorne. Weil da eben... Jemand fehlt. Jemand fehlt, die den Ball annehmen kann, die sich nicht fallen lässt oder was, sondern die da steht, die den Freistoß rausholt, die Mannschaft mitzieht. Und auf eine andere Art und Weise hast du dich doch anders auf das Spiel eingestellt. Sowieso, von vornherein hast du doch gesagt, so, wir spielen jetzt zusammen und dann alles klar und Flanke und Kopfball und Tor. Naja, wir waren schon ein bisschen darauf vorbereitet. 10 Minuten vorher? Nee, wir waren schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass gegebenenfalls das Worst-Case-Szenario eintritt, weil die Story, die dahinter steht, ist ja, die wissen viele noch gar nicht. Die wird auch in der Warner-Doku, vielleicht haben einige von euch die schon gesehen, wird sie auch nochmal dokumentiert. Also Alex Popp verletzt sich im Abschlusstraining beim allerletzten Elfmeter. Wir haben sie gar nicht schießen lassen, weil sie schon ein bisschen muskuläre Probleme hatten. Also haben das Abschlusstraining ganz normal gemacht und haben dann gesagt, Poppy, aufs Tor schießt du nicht mehr. Und wie das dann so ist, ach ja, komm, ja, wir können ja auch zum Elfmeterschießen kommen. Ich schieße mal einen. Dann hält die Almut Schuld den und so typisch Pop, dann schieße ich halt den zweiten. Und dann hat sie ihn in den Oberschenkel voll reingezogen. Also wirklich eigentlich war das Training schon beendet. Ja. Das heißt, die Story dahinter, die ist eigentlich noch viel verrückter. Diese Geschichte von Alex Popp bei der BM, die kannst du gar nicht besser schreiben. Ja, ja. Und dann fällt sie dir im Finale aus, weil sie noch einen Elfmeter im Training schießt. Aber am Ende ist es so, wie es ist. Wir wollten trotzdem gewinnen, wir wollten es kompensieren. In dem Fall ging es nicht, weil es ihre EM war. Ja. Aber nochmal, sie kam als Ersatzspielerin rein. Wir haben ja noch was vor uns. Ne? Wir wollen zur WM und wir wollen, wenn wir vielleicht die Chance haben, England nochmal dann zu besiegen, dann wollen wir das auch tun. Ich glaube, man geht auch dann mit einer anderen Einstellung da rein, beziehungsweise weiß man, was man kann. Man hat in deren Land hat man eine so große Leistung gebracht. Ja. Und wenn es dann jetzt wieder so sein sollte, alles klar, hier sind die Karten neu gemischt und jetzt zeigen wir euch. Ich finde zum Beispiel, wenn die Tabea bei Magenta ist, dass sie sehr pfiffig und sehr genau analysiert. Ja, ich mag das, wenn sie da labert und so sind viele Männer, die, ja, musst du links, rechts, hoch, weit, weißt du, ne? Und dann sagst du, ja, hier wird die Reihe, er geht nach innen, so bleibt er frei und so weiter und dann hörst du zu. Du merkst das also, ist gut, wenn Männer Frauen zuhören. Ja, ist sehr gut. Ich muss das beruflich. Das solltet ihr viel häufiger tun. Glaub mir, so muss ich früher immer ins Bett, da ist fürchterlich. Da kriege ich kein Abendbrot und so weiter, ist fürchterlich. Nein, aber gerade da, man hat ein bisschen Gespür dafür, wenn mir eine Frau über Emmert erzählt, ja,
ich habe immer gesagt, eine Kommentatorin, wir hatten die erste, die sich irgendwie da mal entwickelt hat, da haben wir selber, hat Jackie selber auch gesagt, oh, weil der Ton nicht mehr da war. Es war ein anderer Ton bei dem Kommentar, bei der ganzen Sprecherei, die vor Ort läuft, es wurde nicht mehr derselbe Ton. Jetzt kannst du den, wie heißt der das Dingens, hier, Eröffnungsspiel hier kommentiert hat. Boah, meine Fresse. In diesem Land darf man kein Fußball spielen. Ich denke nur, Junge, dann setzt doch einen hin, der ein bisschen positiv ist. Weißt du so, ne? So, oh, 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 ein paar sind schon abgehauen, das ist die dritte Minute. Da gehe ich kaputt dran. Ja, so, ne? Ist wirklich so, ne? Und dann sage ich so, ja, ich habe eine große Fresse, aber setz mich doch dahin. Das sag ich, ne? Aber ist tatsächlich so, dass bei den Frauen, war, jetzt ist eine, und ich weiß den Namen leider nicht, bei Magenta, die macht das perfekt. Die macht das perfekt. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Die sagt genau so, Straßburger hin oder her, ne, der ist in Ordnung, aber labert auf viel Müll. Aber da war eine Frau und ich so, die sagt alles richtig, die hat gesehen, da ist Abseits und da war keine Hand, das war Abseits. Da bin ich selber erstaunt, weil der Straßburger, Abseits, ne Ecke, Abstoß. Torwart drin, 1-0. So, ich mag ihn, ich komme mit ihm gut klar, aber der ändert seine Meinung in einem Satz 14 Mal. Und die Frau guckt erst, ja, das war Abseits. Ja, hat man direkt gesehen. Und das war Abseits. Und ich sage, die hat recht. Da bin ich froh drüber, dass irgendwie einer mal die Ruhe hat. Man kann im Alter noch dazulernen. Unglaublich. Ich bin ja, mit 29 bin ich ja nicht alt. Das sagt mir Svenny Huth übrigens auch immer, dass sie ewige 19 ist. Ja, ja, aber ich sag mal, mit 52, weißt du, was ich verpasst habe? Altherrenspiel. Ich habe immer gern Fußball gespielt und ich habe aber diese Zeit irgendwie verpasst, weil ich gedacht habe, alte Herren ist genau das für mich. Ich bin der Zehner in der Mitte und bewege mich nicht im Vorteil. Ich habe tatsächlich mal mittrainiert beim FC Remscheid. Und die waren damals in der zweiten Liga. 3 Tage ohne Ball. Mhm. Also ich bin weg. Ich hatte Bock und ich konnte auch mit dem Knicker umgehen, aber so eine Scheiße mache ich nie mit. Das wusste ich für mich. Ja, das ist nicht dein Verein. Nein, es geht nicht um den Verein. Ich habe eine A-Jugend trainiert, 4 Jahre lang. Und die haben keine Einheit ohne Ball gemacht. Alles mit Ball. Egal, ob Warmlauf oder was, alles mit Ball. Ja, damit sie ein Gefühl dafür haben und dass sie genau wissen, wie der Knicker am Ball, dass du nicht ein Jürgen Klinsmann bist und ich nenne sie Flipper, sondern der Ball kommt an und du stoppst ihn und der liegt da, wo er liegen muss. Ja, außer du hast gerade einen Krampf oder irgendwas. Ich glaube, der Markus bewirbt sich gerade als Co-Trainer bei der Frauennationalmannschaft. Nein, ich. Wir wären Europameister geworden. Wisst du? Oder er sägt gerade an meinem Stuhl. Nein, nein. Ich hätte gar keine Zeit für, ich verdiene ja Geld zwischendurch. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Kaffeeservice. Aber bei eBay verkaufen. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass du, natürlich, man hat viele Bundestrainer am Fernseher. Aber ich glaube, ich habe den Blick. I got the look. Glaube ich auch. Ja? Wenn ich sage, das war so, und dann merke ich, alles klar, Tor, die springen alle auf und ich sage, da war Abseits. Weil ich Ermieter als einziger sehe, da war Abseits. Und war Abseits. Ja? Und da brauche ich keine Fahne für. Ja? Da war Abseits. Wenn du jetzt aber mit solcher Sache konfrontiert wirst, du wirst also mit irgendwelchen Leuten, die ich hätte so gemacht oder so gemacht, wie gehst du damit um? Als Duisburger, also, wo man eigentlich eine große Fresse von Haus aus hat. Nee, also tatsächlich käme es drauf an, wer es sagt. Ja. Ne? Also, ob wir ihm sagen, der darf es also oder trau nicht. Also traue ich der Person das jetzt zu, ja, das auch wirklich bewerten zu können. Siehst du, und das machst du bei mir nicht. Zweitens muss man auch mal Dinge über sich ergehen lassen. Also ich gestehe ja jedem zu, eine eigene Meinung zu haben, ja, was mich schon ein bisschen... Solange deine ist. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Nee, was mich schon ärgert ist, dass es häufig undifferenziert ist oder teilweise auch ein bisschen anmaßend. Ja. Also wir stehen jeden Tag am Trainingsplatz, wir wissen genau, wer wie performt, wer vielleicht auch irgendwie... warum einer nicht spielt oder einer nicht spielt. Warum nicht? Und von draußen, ich merke das ja auch an mir selber, ich bin ja auch immer noch irgendwo Fußballfan. Ja. Und ich erwische mich ja auch dabei,
dass ich sage, ja, jetzt hätte es irgendwie anders gemacht oder warum machst du es so? Aber das gehört ja auch zum Fußball dazu. Ich finde, genau diese Emotionen, die sind es ja, die uns auch verbinden. Also es ist ja klar, wenn du gewinnst, dann sind wir im Erfolgsfall eh alle miteinander und sind alle super befreundet. Und wenn es dann im Misserfolg ist, dann können auch dann alle gleich nichts. Ja. Das ist eben schwarz und weiß, aber genau diese Emotionen verbinden uns ja. Und ich gehe da eher gelassen mit uns. Ich freue mich, dass unsere Bundestrainerin irgendwie Fußballfan ist. Ein bisschen. Ich bin ja auch irgendwie Fußballfan. Aber es ist für mich tatsächlich so, wenn ich mir das angucke, ich gucke es anders. Ich gucke auch MSV-Spiele anders. Und denke, und der Satz ist immer bei mir drin, die trainieren jeden verfickten Tag. Und die Ecke ist immer flach. Und die langen Kerle stehen hinten. Warum kriegt man den Ball nicht dahin, zwischen, sagen wir, 11er und 5er, wo die Menschen auch stehen? Ohne etwas einstudiert haben, sondern nur die normale Ecke, die so vom Tor weggeht und das einer einnickt, Dankeschön. Sieht man immer dabei, dass zum Beispiel Abwehrspieler im Abwehrbereich immer besser sind, aber vorne keinen Kopfball kriegen. Verstehe ich bis heute nicht. Dass sie hinten so glasklar klären können, aber vorne nichts auf der Kette kriegen. Woran liegt das? Weil ein Defensivkopfball einfacher ist als ein Offensivkopfball, wo richtig, du anderes Timing aber hast. Wenn ich das doch trainiere, mache ich doch aus dem Defensiven Offensiven. Ja. Da bin ich bei dir, aber du trainierst ja in der Regel nicht nur Standards. Und jetzt frage ich dich mal, Markus, wenn du 10 Ecken schießt, kommen die alle 10 da an, wo sie ankommen 9 sollen? Oh, wow. Wir müssen den Hansi anrufen, der muss dich noch nachnominieren, oder? Es ist Leute, die mit mir zusammen Fußball gespielt haben, wussten eigentlich ganz genau, wo ich den Ball hinspielen werde, ohne dass ich den vorher gesehen habe. Ohne, dass der Ermo lief oder Ermi so war. Da gibt es tatsächlich, ich weiß ganz genau, auf der linken Seite sind die da schwach besetzt oder da ist der schlechteste Fußballer der Gegnermannschaft, ob Kreisliga A ist oder Bezirks- oder Landesliga. Das ist der Schwächste bei denen. Das ist das Bindeglied zu unserem Tor. Ja? Und dann weiß ich ganz genau, was ich zu machen habe in dem Moment. Ob ich das immer dann geschafft habe, weiß ich nicht. Aber dass ich vom Kopf her die Umsetzung schon drin hatte, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, gut. Ja? Nein, ich kann es nicht beweisen, weil es von mir keine Videoaufnahmen gibt. Glaube ich. Oder gelöscht worden. Nein, aber es ist ja so, dass man manchmal denkt, warum sieht die nicht, dass auf der linken Seite alles frei ist und da läuft gerade und sie spielt wieder da rein. Kann die Lautstärke im Stadion sein, kann die Situation sein oder irgendwie sowas. Ist auch das, ganz oft die Perspektive, ne? Weil wir gucken auch von der Seite drauf und gucken von oben drauf und die Spielerin guckt. Wer hat uns das beigebracht mit der Perspektive? Wer das beigebracht hat mit der Perspektive oder mit dem peripheren Sehen? Nein, die Perspektive, dass du nicht nur auf der Trainerbank sitzt, sondern auch woanders Leute hast. Das hat Berti Vogts als Erster gemacht. Richtig, Berti Vogts, so, Fachfrau. Ja. Siehste? Der hat überall Leute gehabt. Mit ihm dann gesprochen haben, pass auf, das kannst du so nicht spielen, weil die rotieren falsch oder der kommt mit dem nicht zurecht, weil der viel, viel schneller ist. Darum akzeptiere ich, dass der Hummels zum Beispiel nicht in der Abwehr ist, nicht weil er ein schlechter Abwehrspieler ist, sondern weil er zu langsam für die Gegner ist. Wir haben jetzt Gegner in der WM, Mbappé oder die überrennen den auf 15 Meter, nehmen den 30 ab. Ja? Das geht nicht mehr. Ja? Ich erschöpfe mich. Wie stellst du deine Mannschaft ein? Wie ich meine Mannschaft einstelle? Ja, schreist du die an oder sagst du immer, was ist mit dir? Hast du irgendwie gerade Trennungsgrund oder irgendwie was? Kann ja sein, was weiß ich denn, worüber man da spricht. Die Linda hat sich darüber aufgeregt, dass sich die Damen vor dem Spiel geschminkt haben. Kannst du dich an das Interview? Die Männer schminken sich auch vor dem Spiel. Hast du es noch nicht gesehen? Nee, ich war da noch nicht so. Den Film habe ich nicht. Nein, ich stell meine Spielerinnen ganz normal ein mit ihren Aufgaben und versuche positiv zu stärken und sie auf ihre Potenziale aufmerksam zu machen und eben auch Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil alles andere hilft, glaube ich, auch nicht. Anschreien hilft nicht, da verschließt du die Ohren. Ich habe auch weggehört, wenn meine Mama mich angeschrien hat. Nee, ich glaube, dass wir da ein bisschen anders unterwegs sind, aber nochmal, heute ist Coaching zielgerichtet, soll einfach gehalten werden, ist ja auch nachweisbar, dass es in der Halbzeit gar nicht viel bringt, wenn du 4 oder 5 Dinge regulieren willst, weil du kannst eh nur 2 an dein Gegenüber bringen, weil viel mehr kannst du gar nicht aufnehmen, kannst du auch gar nicht verarbeiten, von daher eigentlich nur aufmuntern. Einfach, klar, 2, 3 Stellschrauben drehen, nochmal Bilder zeigen, aber
wir arbeiten wirklich mit positiver Verstärkung, weil ich möchte Spielerinnen haben, die aktiv sind, die sich was zutrauen, die dürfen 10x1 gegen 1 gehen, die dürfen auch 9x hängen bleiben. Wenn sie das 9x nicht versuchen, dann haben wir ein Problem. Ja. Aber dann darf ich auch nicht im Nachgang sagen, ja, wieso hast du hier einen Fehler gemacht, sondern eher mit einer positiven Haltung. Horst Rubesch hat ja ein bisschen den Knick wieder gemacht von der Erfolglosigkeit, sag ich mal, wieder in die normale Spur. War er vielleicht auch so ein, man sagt jetzt Vaterfigur oder was, aber er hat schon alles im Griff gehabt und sagte, so ist das, und man hat ihm zugehört. Ich glaube, die Steffi hatte da eine schwierige Position für sich. Sie hatte auch nicht die entsprechende Erfahrung. Horst Rubesch ist natürlich ein erfahrener Trainer, genau die Vaterfigur. Und Horst Rubesch hat immer den Satz geprägt, verlieren macht keinen Sinn. Ja. Und das haben die Spielerinnen tatsächlich verinnerlicht. Aber da siehst du, wie wichtig das Psychologische ist. Absolut, genau. Ja? Dass du plötzlich einem zuhörst und denkst, jo, der hat recht. Ja, und der kann es noch vormachen. Ja. Weil ich stand 11 Meter vorm Tor, war nur noch der Torwart da, hätte ich reinmachen können. Ja. Ist einfach, ne? Ja, ne? Fußball ist so einfach. Ist das, ne? Aber eigentlich brauchen wir gar keinen Trainer. Aber ich glaube, weil jeder mit seiner Meinung natürlich, genauso wie ich, aber auch wie du, eine Mannschaft einstellen würde oder aufstellen würde, wenn es läuft, alles klar, aber zu 90% läuft es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, nur durch Zufälle oder es gibt wirklich nur ganz wenige Momente, wo du sagst, das ist meine Einwechslung gewesen oder es ist meine taktische Einstellung gewesen, die ich von Anfang an hatte. Dass sie kein Tor schießen, sehe ich richtig. Dass wir ein Tor schießen, sehe ich sehr schwierig. Ja, dass wir auf Defensive, bei jeder Mannschaft, Defensive einstellen können, sehe ich als realistisch, da ich das als Trainer vorgeben kann. So verschieben wir, so machen wir das. In der Offensive ist oft Glück dabei. Wir sagen immer, defensiv denken, offensiv fühlen. Ja. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Und dann musst du immer noch... Du hast auch noch einen Gegner und der Gegner macht auch nicht immer das, was du vorher von ihm erwartet hast. Und, doch, bei mir schon. Ja, bei dir schon, ne? Im 1-1. Ja. Von daher, es ist schon ein bisschen komplexer, aber das macht es ja auch spannend. Nein, deswegen, aber es ist natürlich, ob du jetzt Nationaltrainerin wirst oder bleibst als Trainerin, sag ich mal, erstmal unterklassig oder was. Bei jedem Mann ist es so, bei jeder Frau ist es so. Du musst den Erfolg auch manchmal durch Glück haben. Dass keine das Frage. So klar. Passiert, pass auf, du hast die Schweiz, die völlig namenlos war, sehr gut trainiert, die hatten ihre Erfolge, bist auf die Akademie noch gegangen und dann erst dann nach Deutschland, wo viele schon den Schritt, ich mache jetzt und yippie-ha-jo, Steffi zum Beispiel, ja, die gedacht hat, alles klar, ich kann Nationalspielerin werden, weil ich ja der Beckenbauer 2011 war. Ja, und merkte, oh, ich kriege das nicht so hin. Ja, seitdem ist sie verschwunden, richtig? Kein Kommentar. Ja, sie ist verschwunden. Keiner redet mehr über Steffi Jones. War eine gute Spielerin hinten, hat in der Abwehr gespielt, hat gedacht, ich mache das, jetzt werde ich Trainerin und ich reiße alles ab. Und die Mannschaft hatte ihre schlechteste Zeit. Ja, so. Und plötzlich kommt jemand, die denkt, alles klar, ich lerne erstmal von der Pike auf. Ich muss erstmal sehen, was ich da sage. Ich kann mit jedem labern, aber ich muss erstmal erkennen, wie eine Mannschaft funktioniert. Ja, da kann man auch keinen Kommentar zu sagen, und so, aber genauso funktioniert es doch. Die Leute, du brauchst die heute einen Rucksack, Bundesliga-Trainer werden, die haben doch alle Schritte gemacht. Die werden doch nicht plötzlich wie früher, Benome, ja, Rehagel ist da, hol den Schafstall. Das waren die Alteingesessenen. Ja, heute musste, der hatte auch eine Eins auf der, in Köln oder das und das. So, dann hat er die zweite Mannschaft erstmal trainiert oder die A-Jugend trainiert. Und dadurch kriegst du erst hin. Und irgendwann bist du mal ein guter Trainer und sagst, alles klar, jetzt kann ich auch Barcelona trainieren oder Liverpool. Genau so. Ja. Ne? Bisschen Rüstzeug brauche ich schon. Und jetzt sag nochmal, ich habe keine Ahnung. Doch, du hast Ahnung. Nein, ich sag ja. Also, nimm dein Bewerbungsschreiben mit zum DFB. Wie gesagt, ich habe keine Zeit. Weißt du, was ich beim MSV alles ändern würde? Wir wären jetzt schon in den Champions League. Wir würden spielen, wo die anderen noch die WM haben. Hätten wir schon in den Champions League, hätten wir schon gespielt. Nein, aber manchmal wäre ich einfach nur gerne der Fan in der Kurve, der das nicht mitkriegt. Der diese Mauschelei dahinter nicht mitkriegt, der diesen Kapitalismus, oh, wir müssen den Verein retten, dann müssen wir das, der das nicht so mitkriegt. Ja, einfach nur der Fan, der sagt, ole, ole. Ja, ist manchmal schlimm, wirklich. Ja, dass du dieses Gefühl hast, du bist zu nah am Verein. Du willst das gar nicht hören, was da passiert. Ich wollte die Damenmannschaft, wollte ich unterstützen und ich hätte mehr Geld bezahlt, als die Sparkasse, die damals Ausrüster war. So. Und dann sagen, hey, die Sparkasse macht weiter und nächstes Jahr war aber trotzdem, ich weiß gar nicht, wer jetzt da drauf ist,
Da war eine andere Mannschaft, aber die Sparkasse bleibt immer noch im Ding, wo du gerade sagst, die verdienen zu wenig Geld. Ich habe gesagt, die sollen hier mit Brennholzverleih auftreten, Weltklasse. Ist doch witzig, da waren sie noch in der zweiten Liga. Mhm. So. Und der MSV, ja, müssen wir besprechen und so weiter. Nee, haben sie nicht gemacht. Ja, schade, Chance verpasst. Ich kann die Arena ja nicht nach mir benennen. Und ich würde. Hätte schon was, oder? Und ich würde sie Bernhard Dietz Arena nennen, weil er es verdient hätte. Ja, Bernhard Dietz ist unser. Die lassen Schalke, Dortmund, war alles klar, die lassen ihre alten Idole dahin und der MSV, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Wer war das? Ja, ist so. Ich lasse mich gerade gehen. Martina, was hast du in nächster Zeit vor? Welche Sendung hast du als nächstes, wo du sagst, das war gut? Da hoffe ich, das war gut. Freitag ist nochmal WM-Expertin. Dann auch Magenta noch wieder? Nee, ZDF. Habe ich da ZDF gesehen, wo ich dich gesehen habe? Ja, wie bin ich denn da reingerutscht? Weiß ich nicht. Überleg nochmal. Markus Lanz, Jahresrückblick. Vielleicht wird die deutsche Frauennationalmannschaft Mannschaft des Jahres. Ja, auf jeden Fall! Dann haben wir noch eine große Ehrung. Ja, es sind noch ein paar Champions League-Spiele, die ich mir gerne anschaue. Ja. Von daher ist noch ein bisschen. Barcelona darf noch spielen, ne? Barcelona ist gerade echt gut. Ja, aber die dürfen noch. Die dürfen noch. Die können auch. Die überlegen gerade, ob sie dem Verein nicht immer mal sagen, ihr gebt zu viel Geld aus und da gehört auch die Damenmannschaft zu. Ja, aber die Frauen sind ein bisschen anders unterwegs und ist gerade eher on woke, zu also den Frauen zu gehen und nicht zu den Männern. Ja. Von daher ist es ist gerade so ein bisschen umdenkender, auch in Barcelona. Es ist für mich, ich hoffe wirklich, dass ich habe da mitgelitten tatsächlich 2011, wo wir bei Steffi Jones waren, auch so, ich bin Duisburger, wir haben eine Mannschaft bei uns in unserer Stadt und sie vergibt den Standort nach Bochum. Nichts gegen euch Bochum, aber wir sind der Bundesliga-Verein, Bochum hatte keinen. Und sie gibt den Veranstalter auch nach Bochum weiter. Habe ich nicht verstanden damals. Aber sollte die Weltmeisterschaft 2027... Hört man sie noch? Ich nicht. Ja. Jetzt? Sollte die Weltmeisterschaft 2027, für die wir uns ja beworben haben, zusammen mit Niederlande, ja, Belgien und Deutschland, sollten wir diesen Zuschlag kriegen, ja, obwohl wir ja gerade uns ein bisschen mit der FIFA nicht so gut verstehen. Echt? FIFA? Die sind doch total entspannt. Aber sollten wir die kriegen, wäre Duisburg WM-Spielort. Ja, und wenn ich dafür Werbung machen darf, mache ich das sehr gerne. Ja, darfst du. Wir hatten mit Rumel und jetzt mit MSV immer eine Mannschaft, die mindestens in der zweiten Liga, aber auch hochklassig in der ersten Liga zu dieser Zeit gespielt hat. Und ich habe da Bochum, ja, da ist man mal durchgefahren. Ja? Ne? Als Frauenmannschaft. Der VfL spielt jetzt in der ersten Liga, der MSV wird das, weiß ich nicht, irgendwann mal nie wieder schaffen, wenn ich das Ruder nicht übernehme. Aber es ist tatsächlich so, ich habe es nicht verstanden, warum. Wir hatten ein neues Stadion, wir hatten alles mit Logen und mit allem drum und dran. Und dann spielt man in Bochum. Manchmal ist die Politik stärker als alles andere. So sind wir wieder beim Thema FIFA. Aber bevor wir dieses Thema haben, FIFA, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute mit deiner Mannschaft. Ja, ihr seid ein Riesenteam und ich finde gut, dass ihr auch andere Lieder singt, wie So sehen Sieger aus. Früher wusste ich, eine Frauenmannschaft hat nur dann gewonnen, wenn sie So sehen Sieger ausgesungen haben. Inzwischen gibt es auch Wir haben unser Repertoire erweitert. Ja. Und wenn du da in der Mitte stehst und machst diesen und sagst, und wir können da und so weiter, ich liebe das, ja, weil man plötzlich sieht, alles klar, mich interessiert die Coaching-Zone nicht. Ja, da gehe ich mal einen Schritt weiter. Ja, ne? Und das ist genau richtig. Und sowas braucht, glaube ich, auch eine Mannschaft, damit sie, alles klar, sie hat mehr Kilometer auf dem Platz gemacht als wir. Aber das stimmt. Es hatte hinterher seinen Grund und wir waren erfolgreich. Ja. Vielen Dank, Martina, dass du hier warst. Dankeschön. Und alles Gute an die deutsche Nationalmannschaft. Es ist eine große Ehre. Wirklich. Dankeschön. Komm, einmal Anstoß mit Wasser.